Eishockey Summer Game. Eishockey in der Commerzbank Arena. Saisoneröffnung der DEL2 mit dem Spitzenspiel Frankfurt gegen Kassel und das vor sensationellen 30.000 Zuschauern. Doch es war viel mehr als ein Eishockeyspiel. Es war großes Entertainment, unter anderem mit den Sängern Stefanie Heinzmann und Henny Nachtsheim. Die erste sportliche Herausforderung war ein Eisfußballspiel. Eine Auswahl von ehemaligen Eintracht-Profis und Legende Charlie Körbel gegen eine Frauenauswahl, die sich mit anderen Sportlern zusammengetan hatte und sich der Herausforderung stellte. Und das mit Spaß. Sandra Smisek mit dem Moonwalk und Thomas Zampach mit seinem ganz eigenen Tänzchen. Mit Turnschuhen auf dem Eis ist eben gar nicht so einfach. Doch die ehemaligen Nationalspielerinnen machten es den Männern vor. Renate Lingauer auf Sandra Smisek, die mit dem Tor und dem nächsten Tänzchen. Und alles bei sommerlichen 30 Grad. Dann aber die ehemaligen Eintrachtler, unter anderem mit Norbert Nachtweil. Komjenovic, Skela und dann Thomas Zampach mit dem Treffer und dem Diver. Doch die Frauen schlugen zurück. Sandra Smisek, die 133-fache Nationalspielerin, erobert den Ball und ist dann einfach schneller, beziehungsweise die einzige, die überhaupt wirklich losläuft. Am Ende unterliegen die ehemaligen Eintracht-Profis knapp mit 12:11. Ja, Thomas Zampach, es war anstrengend. Wie anstrengend war es denn? Sieht man es nicht? Ich komme mir vor, wie wenn ich gerade aus der Dusche käme. Aber brutal, ich meine, bei dem Wetter, das Eis hat überhaupt nichts gebracht vom Kühlen her. Und wie war es so? Ich meine, als Fußballer kennt man das mit schnellen Richtungswechseln, mit schnellen Antritten, war ja nicht. Na, die Drehung nicht, die Drehung ging nach unten auf dem Boden eben heute, ja, also so schnell wie ich auf dem Boden lag, so schnell kam ich gar nicht mehr hoch, also. Aber es hat riesen Spaß gemacht und ich glaube, morgen merke ich auch meine Adduktoren, die eigentlich nicht mehr vorhanden sind, die werden wieder vorhanden sein. Was sagst du denn allgemein zu der Idee oder zu der Kulisse Eishockey hier in der Commerzbank Arena? Ja, Wahnsinn, wenn ich sehe, wie es das Publikum das annimmt. Ich hoffe, es ist ein geiles Derby heute und dass man es mit Sicherheit auch wiederholen kann. Unser Spiel vielleicht weniger, aber das Spiel von den Jungs da, von den Löwen und von den Huskies. Viele, viele Fans kennen dich noch hier von der Eintracht, logisch. Dann später als Kicker bei den Footballern. Was macht denn Thomas Zampach im Moment? Ich bin als Mentaltrainer unterwegs, als Athletiktrainer bin ich unterwegs, im Hockey zurzeit und habe auch im Tennis den einen oder anderen einzelnen Sportler. Von daher macht mir es riesen Spaß. Ich bin auch für Outfitter und Nike etwas unterwegs mit Adidas. Also von daher, hab genug Arbeit. Alles klar, dafür viel Spaß heute noch. Danke. Ja, Renate Lingo, jetzt bei mir. Wie war es denn da auf dem Eis in Turnschuhen? Anstrengend. war super. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir gewinnen. war super. Also ich habe zum ersten Mal auf dem Eisfußball gespielt und man ist natürlich ein bisschen, weiß nicht, was einen erwartet. Aber war richtig lustig, hat super viel Fun gemacht und super Veranstaltung übrigens. Also ich freue mich nachher aufs Eishockeyspielen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Spiel zurückkommen, wie ist es denn mit der Fortbewegung oder auch mit dem Bremsen? Richtungsänderung ist extrem schwer, oder? Nee, also man kann tatsächlich taktisch ein bisschen, wenn man das vorher weiß, also einfach ein bisschen später loslaufen, anders als man das gewohnt ist, vielleicht beim Fußball sich vorher zu bewegen, sondern erst den Ball spielen und dann rennt man los. Also es ist ein bisschen anders, weil ansonsten ist man einfach vorbei und umdrehen oder abstoppen ist nicht. Aber das macht es ja gerade so witzig. Aber man hat bei euch Fußballerinnen schon gesehen, also da hat man schon den Blick für die Nebenspielerin. Also man hat schon gemerkt, wo ihr herkommt, oder? Es war schon ein Vorteil dann. Na, ich hoffe es. Also einige haben es halt, gerade die Smidi hat es ja super irgendwie, als hätte sie das nie was anderes gemacht. Aber auch die Jungs also haben dann ja auch
versucht mal zu spielen, haben dann auch vielleicht das eine oder andere Tor dann auch mal mit ein bisschen Glück geschafft. Aber ja, ich hoffe, man hat das gesehen, dass wir tatsächlich auch mal Fußball gespielt haben. Alles klar, vielen Dank, Dankeschön. Ciao. Das nächste Highlight war Sängerin Stefanie Heinzmann, die extra aus der Schweiz angereist war. Vorfreude auf das Spiel wuchs von Minute zu Minute, auch bei Stadionsprecher Rüdiger Storch. Ja, Stadionsprecher Rüdiger Storch jetzt bei mir. Rüdiger, wenn du das hier siehst, wir sind noch vor dem Spiel. Was geht dir hier vor? Wie ist denn ihr Empfinden? Es ist so sensationell, vor so vielen Zuschauern, Eishockey in der DEL 2, die Löwen Frankfurt, vor über 20, 25, vielleicht 30.000 Zuschauern. Ich weiß noch gar nicht, wie die offizielle Zahl ist. Das ist schon ein bewegender Moment für das Frankfurter Eishockey. Was waren denn so deine ersten Ideen, als du davon gehört hast? Hast du gesagt, ihr seid bekloppt oder was waren so die ersten Ideen? Es ist eine so super bekloppte Idee. Es hätte so viel schief gehen können. Und genau deswegen fand ich es richtig geil und habe mich richtig drauf gefreut. Was erwartest du? Was kommt noch? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir nachher ein spektakuläres Eishockeyspiel hier sehen, analog zu unserem Eisfußballspiel, dass so viel wie möglich Tore fallen, damit wir Eishockey Deutschland zeigen können, dass es neben Fußball eben auch Eishockey gibt und eine tolle Sportart ist. Abschlussfrage, was erwartest du vom Team in dieser Saison? Das ist noch zu früh, ist heute für mich auch noch nicht so wichtig. Das muss man absehen. Fragt mich jetzt nochmal nach 5, 6, 7 Spielen, weil wir haben ja eine neue Mannschaft, viele neue Spieler in der Mannschaft. Und das muss man einfach erstmal abwarten. Hauptsache, die Mannschaft tritt geschlossen auf. Das ist für mich das Wichtigste. Alles klar, super, danke dir. Als nächstes sang Eishockey-Fan Henny Nachtsheim seine Hymne Kühler Kopf und hessisches Herz. Der Henny Nachtsheim, Kühler Kopf, hessisches Herz in der Neuauflage. Wie war es da drin im Stadion? Ja, es ist schön. Also ich hab mir es in etwa so vorgestellt. Und ist immer eine schöne Gelegenheit, natürlich vor so vielen Leuten den Song das erste Mal vorzustellen. Wir werden es in der Eissporthalle irgendwann nochmal machen, wenn wir so unter uns sind. Und ich mochte das auch, dass die Husky-Fans gepfiffen haben, weil es war irgendwie, das hat dem Ding nochmal so eine gewisse Dynamik gegeben. Also das fand ich alles, ich fand es ziemlich cool gerade, ja. Was hast du denn zum ersten Mal gedacht, als du davon gehört hast, Eishockey hier in der Commerzbank Arena? Ja, ich kenne ja teilweise die Leute von den Löwen, die sind ja alle so Kindskörper und bekloppt dazu, also deswegen habe ich das nicht so wirklich überrascht.
Ja, das ist okay. Sagen wir mal, wir reden jetzt mal nicht so vom Stromaufwand, wie viel Wasser man dafür braucht, sondern einfach von dem Fun, von dem Effekt und oder sagen wir mal von dem Event. Und ich finde das in Ordnung, dass man das mal macht. Und sie dürfen sich auch mal nach einer großen Menge von Zuschauern mal präsentieren. Das finde ich gerade, haben dieser Verein mit seiner Geschichte und dieser Wiederauferstehung mehr als verdient. Also dieser Verein war weg und jetzt ist er wieder da. Und wenn sie jetzt vielleicht noch aufsteigen, wäre es das Brett. Abschlussfrage, du bist ja auch schon lange Fan von den Löwen. Was ist in deinen Augen, was ist die Begeisterung Eishockey? Es ist halt ein unheimlich, wir haben es vorhin in der Garderobe drüber unterhalten, es ist halt so ein schnelles Spiel, es ist unheimlich intensiv. Es ist auch dadurch, dass natürlich die Entfernung zwischen den Toren geringer ist und es auch so schnell geht, passieren wahnsinnig viel überraschende Dinge. Also du hast eben da noch eine Torschance gehabt und aber nur 3 Sekunden später kann auf der anderen Seite ein Tor fallen, was beim Fußball eigentlich ausgeschlossen ist. Und das ist einfach nochmal so ein spezieller Effekt. Also ich mag Eishockey live gucken total. Alles klar, super. Danke dir. Viel Spaß dann. Ja, alles Gute. Danke dir. Dann betraten die Hauptakteure, die Matadoren des Abends, zum ersten Mal das Eis zum Aufwärmen. Manche waren schon im Sommermodus. Verteidiger David Chaspiva ganz lässig, sogar mit Sonnenbrille. Auch ein anderer ehemaliger Löwenprofi war im Stadion, der 2004 sogar die deutsche Meisterschaft mit Frankfurt gewonnen hat. Ja, Markus Jocher, den Fans noch bekannt als der Joker. Hier, wie ist denn für dich hier die Atmosphäre jetzt hier schon vor dem Spiel? Gut, gut, super. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser, aber fängt gut an. Wie ist das denn? Du hast ja auch schon unheimlich viele Eishockeyspiele gespielt. Bei so einer Hitze, kannst du dir das vorstellen, wie es den Jungs gleich geht auf dem Eis? Ja, muss man abwarten. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen kühler wird, dass die Sonne jetzt dann gleich runtergeht. Sonst wird es brutal, glaube ich. Aber das ist für einen Eishockeyspieler schon ein unglaubliches Erlebnis, wahrscheinlich hier in so einer Atmosphäre, oder? Das ist ein Highlight. So wie die Winter Games ist das ein Highlight. Super Highlight. Jetzt kennen die Fans dich ja noch von Frankfurt auf dem Eis. Was macht denn Markus Jocher heutzutage? Nur noch beruflich bin ich bei meinen Eltern eingestiegen, habe das Geschäft übernommen. Ja, und verkaufe jetzt Nähmaschinen, repariere Nähmaschinen, Wolle anarbeiten und das, was man halt in Bayern braucht. Das heißt, die Eishockey-Schlittschuhe komplett an den Nagel gehängt? Nein, nicht komplett. Einmal in der Woche gehe ich schon aufs Eis. Aber bloß mit der AHA, alte Herren, mehr geht nicht mehr. Inwiefern würdest du denn sagen, hat sich das Eishockey verändert von deiner aktiven Zeit zu jetzt? Ja, schon gewaltig, finde ich. Also manchmal erschrecke ich fast, weil halt, ja, die Härte, die wurde brutal aus dem Spiel genommen. Das, was wir früher in Frankfurt gespielt haben, solche Spiele siehst du heutzutage, glaube ich, also ganz selten, außer in den Playoff oder in der WM, sowas siehst du da, aber sonst ist die Härte schon brutal rausgenommen worden. Bist du da ein bisschen traurig drüber? Nein, ich spiele nicht mehr. Alles klar, super, danke dir. Alles klar, bitte. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich geht es los mit dem Summer Game und einem hochdramatischen Eishockeyspiel. Endlich konnte es losgehen. Das Summer Game. Eishockey in der Commerzbank Arena. Die Saisoneröffnung der DEL 2 für die kommende Spielzeit. Die Fans in der Kurve hatten sich eine sensationelle Choreografie ausgedacht. Der Löwe, cool, mit der Sonnenbrille. Der Start in die neue Saison lief allerdings aus Frankfurter Sicht alles andere als geplant. Denn es waren noch keine 60 Sekunden gespielt, da erzielten die Nordhessen den ersten Treffer. Thomas Merl mit dem ersten Tor des Spiels und dementsprechend auch dem ersten Tor der Saison. Die erste Strafe der neuen Spielzeit musste Frankfurts Joel Keusen absitzen. In Überzahl die große Chance für Kassel, einen weiteren Treffer zu erzielen und die Führung auszubauen. Doch Richie Müller, schneller als der Rest der Eishockeywelt, auf und davon. Er verliert Kassels Schlussmann Keller und erzielt in Unterzahl den 1:1 Ausgleich. Das Spiel jetzt wieder offen.
Zumindest bis Carter Proft eine erneute Überzahl der Huskies nutzt und die erneute Führung erzielte. 2:1 Führung aus Sicht der Nordhessen nach dem ersten Drittel. Zu Beginn des zweiten Abschnitts saßen dann gleich zwei Schlittenhunde auf der Strafbank. Frankfurt also in doppelter Überzahl. Und das nutzten sie. Neuzugang Matthew Pistilli mit dem erneuten Ausgleich. Beide Teams kamen in der Folgezeit zu hochkarätigen Chancen. Kassels Torhüter ohne seinen Schläger konnte den Schuss aber mit der Stockhand parieren. Es blieb beim Unentschieden. Auch auf der anderen Seite war Frankfurts Torhüter Endstation, Brett Jagger, auf dem Posten. Der Fight auf dem Spielfeld sprang sogar auf die Maskottchen über. Doch schnell wieder zurück aufs Eis, denn die Löwen schlugen wieder zu. Kurz vor Ende des zweiten Drittels erzielten sie das 3:2 und konnten somit zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung gehen. Mit dem knappen Vorsprung ging es dann auch zum zweiten Mal in die Pause. Das Schlussdrittel wurde kurios. Erst erzielten die Huskies nach nur einer Minute den erneuten Ausgleich. Dann handelte sich Frankfurts Erik Stephan nach diesem Foul eine 5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe ein. Und als Mike Card zusätzlich raus musste, gab es die große Chance für Kassel in doppelter Überzahl, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch Lukas Laub sprintet zum Puck und ist dann nur noch durch ein Foul zu bremsen. Kassel damit auch mit einer Strafzeit und die doppelte Überzahl war dahin. Nur wenige Sekunden später dieselbe Situation. Wieder die Huskies im Angriff und wieder kommen die Löwen dazwischen und sind wieder nur durch ein Foul zu stoppen. Diesmal gibt der Schiedsrichter Penalty für Frankfurt, die jetzt die große Chance auf ihrer Seite sahen. Das Duell 1 gegen 1 und dies vor 30.000 Zuschauern. Kassels Schlussmann gewinnt das Duell. Doch kurze Zeit später, 90 Sekunden vor Spielende, sah es so aus, als würde Frankfurt das Summer Game für sich entscheiden können. Denn Lukas Laub brachte den Puck ins Kasseler Tor. Jetzt mussten die Südhessen diesen Vorsprung nur noch 90 Sekunden über die Zeit bringen. Kassel versuchte alles, nahm den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis und hatte Erfolg. 34 Sekunden vor Ende der Partie erzielte Manuel Klinge den erneuten Ausgleich. Damit ging es in die Verlängerung, wo seit dieser Saison nur noch 3 Feldspieler pro Team auf dem Eis stehen. Und hier schlug Kassel zu. Jack Downing mit dem Siegtreffer für die Nordhessen. Die 5000 mitgereisten Fans aus dem Häuschen. Ja, Lukas Laub jetzt bei mir fast den Siegtreffer geschossen. Am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Jetzt glücklich oder unzufrieden? Natürlich unzufrieden. Wir waren 4-3 vorne mit 40 Sekunden noch auf der Uhr und ja, waren wir selber schuld am Ende, dass wir hier noch in Overtime gehen. Und dann Overtime ist auch viel mit Glück bei dem 3-3. Ist schade. Wie schwer ist denn das 3-3? Ist ja neu für euch. Ja, es ist auf jeden Fall anders. Viel mehr Platz, aber auf jeden Fall auch viel mehr Platz, um offensiv was zu machen und die Geschwindigkeit auszunutzen. Aber ja, ist auf jeden Fall jetzt schade, dass wir verloren haben und ja, erstmal verdauen. Beschreib trotzdem mal die Situation zu deinem Tor. Es war, ich weiß gar nicht, mit einer Minute 40 oder so noch auf der Uhr. Ich habe die Scheibe hinterm gegnerischen Tor vors Tor gepasst und dann irgendwie hat es mich im Slot wieder gefunden, die Scheibe. Und dann wollte ich es nur aufs Tor bringen. Und ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, CJ war da noch dran vor der Ding und hat den über die Linie gebracht. Aber ist auch egal zu dem Zeitpunkt jetzt. Aber ja. Abschließend natürlich traurig über die Niederlage, aber trotzdem in dem Stadion, bei der Kulisse, wie viel Spaß hat es denn trotz der Niederlage gemacht?
ja, es war auf jeden Fall ein super Event und das kriegt man nicht jeden Tag, dass man hier in so einem Stadion spielt. War super und ja, nur das Ende hätten wir uns auf jeden Fall anders vorgestellt. Alles klar, Dankeschön. Ja, der Kapitän jetzt bei mir, unglückliche Niederlage, wie traurig jetzt direkt nach dem Spiel? Ja, jedes Spiel zu verlieren ist traurig, muss man sagen. Wir haben einen Punkt geholt, aber das ist nicht genug. Ich muss mal unseren Fans danken und alle danken, was die haben gemacht. Der Eis war top, alles war top und ja, danke für das Spiel. Trotz der Niederlage bei dieser Kulisse, wie viel Spaß hat es denn gemacht, hier zu spielen? Ja, du kannst später den Spaß sehen. Jetzt, wir müssen ein paar Minuten über das Niederlage denken und dann wir können über die Positiv sagen. Alles klar, vielen Dank. Danke. Dankeschön. Markus Keller bei mir, wie war's das Spiel in der Commerzbank Arena? Ja, war eine geile Atmosphäre, also wirklich Hammer. So, das hat man einmal wahrscheinlich nur im Leben und war geil. Leider hat das Wetter nicht ganz mitgespielt. Es war extrem heiß, vor allem für Torhüter war es bestialisch. Also wirklich, ich habe so viel, habe ich noch nie getrunken während dem Spiel. Aber hat alles gepasst. Enges Spiel, viele Zuschauer und ein Sieg bei uns ist natürlich die Krönung da drauf. Jetzt seid ihr kurz vor Ende nochmal in Rückstand geraten. Hast du dann gesagt, der Drops ist gelutscht oder das kriegen wir doch nochmal geregelt? Ja gut, also wenn man realistisch ist, dann ist die Situation natürlich schlecht für uns, wenn wir kurz vor dem Spiel noch einen Ding kriegen, aber das ist schon oft passiert, auch letztes Jahr, dass wir dann uns noch zurückgekämpft haben und so war es dann heute eben wieder und dann Overtime haben wir stark gespielt. Da haben wir die Scheibe gehalten und das war entscheidend. Alles klar, danke. Dankeschön. Ja, Manuel Klinge, du hast vor dem Spiel gesagt gehabt, du rechnest mit Gänsehaut-Feeling, wenn du hier aufs Eis gehst. Wie war es denn jetzt? Ja, das war unglaublich. Also man konnte sich das gar nicht ausmalen, wie das sein wird. Und ja, Kassler-Fans, ich habe mich ein bisschen mehr auf die Kassler-Fans natürlich konzentriert. Die haben uns sehr gut unterstützt und ja, war Gänsehaut pur. Wir haben es eben von eurem Keeper gehört, es war höllisch heiß da draußen. Wie ging es euch als Spieler? Ja, ähnlich. Also mir läuft der Schweiß natürlich immer noch unter Trikot, ist sacke nass und ja, war wie in der Sauna da draußen. Aber man hat das gerne mal für so ein Event natürlich mitgenommen. Kurz ein Statement zum Spiel selbst. Ja, war vielleicht nicht das allerschönste Eishockeyspiel, aber ja, beide Mannschaften haben hart gearbeitet für den Erfolg heute. Und ja, am Ende hat vielleicht ein bisschen das Glück auf unserer Seite gestanden und konnten das dann gut umsetzen und das Spiel dann auch gewinnen. Dann noch gewinnen, das Stichwort, hast du noch damit gerechnet? Ja, natürlich. Also als Sportler allgemein darf man nicht aufgeben. Das Spiel hat 60 Minuten plus, was halt dann immer noch so dazukommen kann. Und wir haben es heute wieder gesehen, man kann auch kurz vor Ende des Spiels auch noch drehen. Es war ein sehr gelungener Eishockeytag. Leider aus Frankfurter Sicht mit dem falschen Ergebnis.